einfach beim Google mal ein, Kaufland, das ist der gleiche, hier ist top. Weil in Altstadt, das Real, das ist halt einfach, das ist zwar auch groß und gute Auswahl, aber da kriegst du halt immer schwer Parkplätze, muss das durch die Arkaden durch. Aber da kannst du gut parken, da gibt's immer Parkplätze. Yo, wer ist auch rausgekommen? In diesem Sinne, guten Morgen und herzlich willkommen bei Foodlogs, dein Blog rund um Reisen, Lifestyle und Ernährung. Und ich begrüße dich hier in der Foodlogs YouTube-Zentrale in Berlin. Und das wird eine Woche voll Vlogs. Ganz viel Vlogs. Super viel Vlogs. Ich bin nämlich im Auftrag des Lifestyles unterwegs, kann man sagen. Obwohl ich fühle mich noch nicht richtig Lifestyle. Es ist ja, ungefähr 9 Uhr morgens. Muss natürlich gleich die erste Szene abgedreht werden und dann wollen wir nachher noch ein bisschen unterwegs sein, einkaufen. Ja, und dann nehme ich euch einfach mit. Und ich hoffe, dass es ein bisschen besser wird noch mit dem Wetter. Sieht nämlich echt schrecklich aus. Was geht los, meine Freunde? Wir sind jetzt auf dem Weg zur Bank, am Einkaufen. Dann wollen wir hier in den türkischen Laden. So richtig oldschool Türkei. Ich bin großer Freund der Türkei. Bin echt gerne da, reise da gerne hin. Das ist immer so ein kleines so ein Feeling für mich, ne? Wenn man da reinkommt, sieht alles so türkisch aus. Man bekommt immer nur so ausgewählte Sachen, die wir Deutschen eigentlich gar nicht essen wollen. Aber egal. Zur Not gibt es da ja auch ein Penny und so, ne? Ist ja kein Thema. Oh, nice Karre. Gefällt mir. Schön, ne? Ja. Bin auch noch ein bisschen erkältet, deswegen heute erstmal dicke Jacke an. Ist auch besser so, ne? Definitiv. Yo! Check this out. Schön grün, alles so grün. Ist grün, so grün. So, jetzt muss ich erstmal nachgucken, wo wir hin müssen. Ich habe nämlich hier mal die Adresse in mein Navi eingegeben. Hier kommt eine ganze Farbe. Oh nein, die sind aber mega teuer. Oh, kostet 6 Euro. Eine ganze Farbe. Wie schmecken? Darum geht's ja. Ja, was willst du? Was hast du Bock? Was? Bist du fertig? Was ist mit dem Blätterteig mit Spinat? Käsefüllung ist drin. Eternity later. So! Look at that! Oh shit, Alter! What is this? So, hier sieht man schon mal, hier rendert das schon mal einen Teil des Videos. Alles klar. Während das fertig rendert, kümmern wir uns hier um das schöne Essen. Wie nennt man das? Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie man das nennt. Mir fällt der Name gar nicht ein. Börek. Dürümdey, Börek. Börek. Könnte das sein? Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wir werden jetzt erstmal was essen und dann werden wir mal besprechen, was wir die nächsten Tage so machen wollen und heute noch machen. Und dazu brauchen wir ein bisschen Besteck. Und ja. Oh! Oh, look at this! Oh yeah!
Freunde, es gibt gleich Kaffee. Un, dos, tres, sugero. Die sogenannte Tropfschale. Warum heißt sie so? Weil sich dort Tropfen sammeln. Das ist richtig voll. Ganz wichtig, immer sauber machen. Ach du Scheiße.